Christoph, das ist klasse, dass ihr am 7.11. bei uns in Köln zum DWSC einen Vortrag halten werdet. Ihr seid von der Daimler AG. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal kurz euch mit ein paar Worten vorstellt. Mein Name ist Esther Mittlacher. Ich arbeite in der Grundlagenabteilung Accounting nach IFRS und kümmere mich um komplexe IFRS-Fragestellungen, aber auch um das Thema Wissensvermittlung im Bereich Accounting und haben da auch das Projekt, das wir vorstellen werden, umgesetzt, eben eine Umwandlung eines IFRS-Buchs, kann man sagen, zum Accounting in ein Wiki. Und der Bereich Controlling wurde da von. Ja, also mein Name ist Ja, Christoph Haug, und wir haben sozusagen das kleinere Teil des Buchs mit in die Wiki-Welt gebracht. Das heißt, da ging es eher so um die Themen wie wertorientierte Steuerung oder hauptsächlich auch Controlling-Kenngrößen, die eben jetzt auch die eben auch auf IFRS basieren. Und deshalb war das dann auch ein sehr sinnvolles gemeinsames Projekt, da wir jetzt die beiden Themen auch entsprechend verlinkt haben und ja, sind dann sehr, sehr zufrieden mit der Lösung. Dann freuen wir uns sehr. Am 7.11. in Köln beim Vortrag, worum wird es denn dann ganz konkret in eurem Vortrag gehen, und was können quasi damit auch unsere Zuhörer und Teilnehmer von euch beiden erwarten? Was wir machen würden, ist, dass wir einfach vorstellen, was ich hatte ja eben gesagt, dass wir im Prinzip ein großes IFRS-Fachwissen, das wir bisher in einer Art Lehrbuch-PDF-Veröffentlichung hatten, umgewandelt haben in ein Wiki. Was wir zeigen wollen, ist erstmal, warum haben wir das gemacht? Was war das Problem dabei? Wie sind wir vorgegangen im Einzelnen? Und würden dann ein bisschen was zur Kommunikation des Produkts sagen. Was waren auch so Lessons learned, die unterwegs aufgetreten sind? Und in der Umsetzung und auch dann natürlich das Endprodukt gerne zeigen. Ja, also ich denke, da ist zumindest für Leute, die Confluence für sowas noch nicht genutzt haben, sind ein paar ganz nette Sachen dabei, die man Ja. vielleicht vorher noch nicht so kannte oder wusste. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall interessant. Ja. Das denke ich auch. Da freue ich mich schon drauf. Wenn ihr an die Projektzeit zurückdenkt und jetzt eben auch seht, wo ihr gerade steht, welche Themen denkt ihr denn, würden in der Zukunft für euch schon mal ein Stückchen vorausgedacht noch anstehen, wo ihr eben sagt, okay, wir stehen jetzt da und gerne würden wir noch dort und dorthin. Ja, ein Thema, was für uns auf jeden Fall interessant wird, ist die Weiterentwicklung der mobilen Version. Da haben wir ja im Moment ja keine wirkliche Lösung oder so eine halbe Lösung, muss ich sagen, dass man zwar Text gut lesen kann, aber die Navigation von der Startseite nicht optimal funktioniert. Und da ist es ja so, dass wohl Atlassian in nächster Zeit eben da eine App rausgibt, und das wollen wir auf jeden Fall weiterverfolgen, weiterentwickeln. Und es ist auch so, wir haben das jetzt umgesetzt, aber unser Ziel ist da ja im Prinzip kontinuierlich zu lernen und Erfahrung damit zu sammeln, User Feedback einzuholen, um einfach dieses Tool weiterzuentwickeln, dass es eben optimal in Suche und Navigation für den Leser des Wikis ist. Ja, und vielleicht, was wir auch noch aktuell haben wir praktisch dadurch, dass wir jetzt wesentlich kommunikativer auch mit den Nutzern zusammenarbeiten. Das ist jetzt auch ein so ein Thema, wie wir unsere Anfragen zum Beispiel tracken. Also wenn wir praktisch kriegen sozusagen immer aktuell noch eine Mail-Anfrage hauptsächlich oder eben wenn jemand anruft, klar. Aber durch das System wird praktisch eine Mail-Anfrage geschaltet, und da ist jetzt eben eher die Frage, okay, macht man das vielleicht auch nochmal mit einem anderen System, weil zum Beispiel mit Jira das vielleicht auch möglich wäre. Und das sind eben noch so ein paar Themen, die man sich noch anschaut, ob da noch Verbesserungspotenzial besteht oder ob man das in der bisherigen Lösung sozusagen belässt. Ja, perfekt. Also von daher sind ja quasi noch viele Themen, die man entsprechend weiterentwickeln kann. Freuen wir uns sehr drauf, sind auch gespannt, wie das weitergeht. Und jetzt freue ich mich sehr, euch am 7.11. in Köln bei unserem DWSC zu begrüßen. Ihr seid am Nachmittag dran. Das sei den Zuhörern schon mal gesagt, findet man ja auch bei uns in der Agenda. Und von daher glauben wir, dass das eine sehr, sehr schöne Veranstaltung mit euch wird. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch. Gerne.